Ja, hallo und herzlich willkommen zurück mit Assassin's Creed Origins. Ja, sprechen kann ich schon nicht mehr. Es ist tatsächlich die Weihnachtsnacht. Also das werden alle, die von YouTube kommen oder sich die Videos dann im Nachhinein ansehen, die werden dann feststellen, ja, oder wissen gar nicht, wann das hier aufgenommen wurde. Es ist tatsächlich 3 Uhr in der Weihnachtsnacht. Wir haben heute also den ersten Weihnachtstag und wollen ein bisschen Origins weiterspielen. Die Zuschauer haben sich das gewünscht. Kam gerade die Frage auf, was wir als nächstes spielen wollen. Und ja, dann haben wir uns tatsächlich auf Assassin's Creed eingeschossen. Ja, und da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Ich habe mir nochmal in meinem Buch reingeguckt. Level 40 ist noch zu erreichen. Kriegselefanten, legendäre Wagenrennen. Alle Türme, Militärbasis oder Bases, Steinkreise, Einsiedler, Kopfgeldjäger. Also es gibt auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun. Vielleicht schaffen wir es ja zumindest auf Level 40 endlich mal. Das heißt, ich könnte dann mein Geld auch endlich dafür verwenden, meine Waffen zu upgraden. Ja, und was könnte man vielleicht noch? Ja, den einen oder anderen Turm könnte man bestimmt auch mitnehmen, den man dann, dass man die ganze Welt erkundet hat. Und es sind auch einige neue Missionen hinzugekommen. Ich habe da irgendwas gehört von einer Final Fantasy Mission. Nun bin ich allerdings kein Final Fantasy Spieler und weiß oder bin da nicht so wirklich bewandert, was das Game angeht. Aber vielleicht treffen wir da auch noch drauf. Vielleicht ist sie noch besonders gekennzeichnet. Was werden wir dann gleich im Spiel sehen? So, damit sind wir dann wieder zurück in Ägypten. Haben jetzt so ein bisschen, ein paar Tage Abstinenz, muss man sagen. Level 39,5 ungefähr war ich. Da mache ich mich noch zu erinnern. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und ja, eigentlich gibt's, ich weiß gar nicht, wie lange man Origins tatsächlich spielen müsste, damit man 100% hat. Es kommen ja auch laufend neue Inhalte. Wir haben beim letzten Mal haben wir zum Beispiel gesehen, die neuen Arena-Kämpfe, wo im Prinzip dauerhaft neue Gegnerwellen kommen und man muss möglichst lange versuchen zu überleben. Und hier haben wir schon Prüfung der Sobek, neue Quests. Mal gucken, was sich dahinter versteckt. Ich aktiviere direkt mal. Prüfung der Sachmittel, ja, warum denn nicht? Kann ich alles hier aktivieren? Neue Quest verfügbar. Ich sehe jetzt hier gerade ein neues Menü. Ein Geschenk der Götter, ein großer Stein ist vom Himmel gefallen und der von Maidum Pyramide auf die Erde gestürzt. Bayek ist daran interessiert, ihn zu finden. Okay, also hier kommt auch ein Laufen neuer Content. Muss man den Entwicklern ja wirklich mal lassen, dass sie hier wirklich auch im Nachgang irgendwie versuchen, hier neue Inhalte zu liefern. Beim letzten Mal habe ich auch geschafft, dann wirklich alle Waffen auf Legendär oder alle Items auf Legendär freizuspielen. Das habe ich ohnehin schon alles fertig. Ja, und dann könnte man tatsächlich mal gucken, wo es denn jetzt als nächstes hingeht. Hier unten, irgendwo ganz weit in der Ferne. Hier habe ich natürlich auch gar keinen Turm. Das wird mir in dem Fall dann wieder zum Verhängnis. Hier sehe ich allerdings auch keinen wirklich näheren Turm. Jetzt muss ich mal gerade in die Quest reingucken, was da überhaupt als nächstes ansteht. So, gehe ich mal in den Questlog rein. So, das ist eine Wochenquest hier. Die ist noch 36 Stunden verfügbar, ist für Level 40 empfohlen. Das müssten wir aber eigentlich schaffen, denke ich. Prüfung der Sache mit Fehler 2313. Was glaube ich wieder mit dieser Zukunftsstory. Dann haben wir ja auch noch die Prüfung des Sobek. Es scheint auch eine Wochenquest zu sein. Also wir können uns einfach vielleicht erstmal um die Wochenquest tatsächlich kümmern. Also ist das schon mal gar nicht so schlecht. Daily Quest bringt mir ohnehin nicht mehr so viel, glaube ich. Da die Daily Quest mir immer nur Items bringt, die nicht legendär sind. Und ich glaube, die kann ich einfach schon nebenbei laufen lassen. So, dann würde ich jetzt mal irgendwo eine Schnellreise in die grobe Richtung dahin. Was haben wir hier hinten eigentlich? Prüfen wir das Anubis. Also hier gibt es ordentlich Wochenquests auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt extra so ein Event ist. Was ist eigentlich näher? Schwierig. Könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Leider gibt es hier hinten keinen Turm. Da muss man tatsächlich einmal voll hinreiten. Das bin ich echt. Das sieht ein bisschen. Könnte die falsche Entscheidung sein, aber das sieht mir jetzt ein bisschen kürzer aus. Das ist auch nicht so ganz so hügelig, glaube ich. Müssen wir da einmal hinreiten. Mittlerweile habe ich auch ein legendäres Reittier. Hier habe ich auch
kein Nachteil. Also, und hier einmal jetzt schön in den Fluss reinspringen. Platsch. Ja, das Spiel sieht immer noch genauso klasse aus. Also, das hat sich hier nichts geändert. Ja, kommt auch mein legendäres Reittier, was ich durch Wagenrennen gewonnen hatte. So, und dann müssen wir mal gucken, dass das Pferd. Kann da erstmal noch nicht alleine hinreiten. Okay, das sind jetzt 2,5 Kilometer. Das kriegt man noch hin. Was wollt ihr denn? Hört doch auf zu nerven, ey. Ich glaube, das hat sie in Ägypten noch nicht rumgesprochen, wie stark mein Schwert ist. Das war jetzt ein Hieb und der ist schon down. Oh, mein Timing sitzt noch nicht so ganz. Ich meine, die sind Level 39. Die sind Level 39 und die kriegen einen Hit und fallen teilweise schon direkt. Unfassbar. Fragt man sich, wozu ich eigentlich noch bessere Waffen bräuchte. Das wäre dann ja wirklich schon Wettbewerbsverzerrung. Warum schwebt das Ding in der Luft? Weiß man auch nicht. Wow. Ich habe von Kugi ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Er schenkte mir Games, Quantum Break und Red Faction Collectors. Oh, Red Faction fand ich damals immer ganz gut. Das ist, ich weiß nicht, über 10 Jahre her. Irgendwie Red Faction war das erste Spiel, wo man sich tatsächlich aktiv durch die Spielwelt durchfressen konnte quasi. Man konnte, glaube ich, eben Raketen in Wände steuern. Das war damals noch was Außergewöhnliches. War sehr, sehr interessant. Ich habe immer die... Beschützt den Nett! Hört doch auf zu nerven, ich hab nie mehr Zeit! Alter. Ich muss weiter! Oh, Mann. Ich glaube, ich habe jetzt wieder so eine Handelsroute erwischt. Nein, aus, aus! Ich zünde mich auch die ganze Zeit selber an. Ich hab nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Er brennt jetzt fröhlich vor sich hin. Ja. Selber schon, warum greift ihr mich denn an? Das ist doch völliger Quatsch. Ich glaube, ich habe hier schon wieder so eine Handelsroute erwischt, wo ständig irgendwelche Konvois hier lang reiten. Naja. Da hinten schon wieder. Das ist die Sache. Ich habe jetzt irgendwie so eine Handel. Ich will gar nicht hier kämpfen. Lasst mich zufrieden. Ich will euch eure Beute auch gar nicht haben. Haut ab. Beschützt den Map. Hau ab. Kein Mensch will eure Sachen haben. Ich hab doch schon alles, was ich brauche. Das Einzige, was ich brauche, ist jetzt ganz, ganz viel Geld, um meine Waffen dann noch auf das Level 40 am Ende zu ziehen. Aber ansonsten sehe ich hier keine Notwendigkeit mehr. Okay, nein, nein. Die Straßen sind ganz bescheuert gesetzt hier. Untersuche die Animusstörung. Ich meine, wir reiten jetzt mit Bayek dahin, um eine Animusstörung. Der weiß doch gar nicht, wovon wir reden hier. Aber wir reiten jetzt halt mit Bayek dahin. Okay. Ab durch die weiße Wüste hier. Und ich bin auch schon mal gespannt, was es für DLCs geben wird für Assassin's Creed. Weil... Die Spielwelt ist so. Ich habe sie bisher immer nur nicht komplett erkundet. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mittlerweile hier schon reingesetzt habe. Es werden locker 80 sein. Und trotzdem findet man immer wieder neue Sachen. Was mich noch so ein bisschen stört, dass man nicht automatisch gerade ausreiten kann. Bei mir orientiert er sich immer nur an den Straßen, die hier irgendwie imaginär eingezeichnet sind. So, ab durch die Wüste dann sehe ich wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Fata Morganen. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Bitte nicht. Kein Mensch braucht einen Sandsturm. Obwohl ich habe... Da ist er. Ich reite genau darauf zu. Ich glaube, ich habe erst zwei, drei Sandstürme bisher mitgemacht. Also gemessen auf die Spielzeit geht das eigentlich. Das ist so nervig, weil man überhaupt nichts mehr sieht. Wahrscheinlich sehen wir das auch gleich. So, nein, wie gesagt, kein Schnellreiseziel vorhanden hier. Oh, schau mal an. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Wieder mal Limbo. Limbo habe ich, glaube ich, sogar. Ich
weiß aber gar nicht, worum es da geht. Nicht vom Weg abkommen. Okay. Und hier? Mac O'Ear! Nohil Discheret! Fuck. Du bist dabei, die Prüfung, Junge. Nen Hetem Hati! Mist! Was ist das denn? Ich reparieren. Ja, wie komme ich denn da ran? Oha! Folgen mir, oder? Gibt's hier irgendwo eine Lücke? Das ist ja sehr verrückt jetzt hier, oder? Okay, ich glaube, da komme ich so erstmal nicht durch. Wahrscheinlich mit dem Bogen oder so, ne? Ich kann mir vorstellen. Ja, sieht gut aus. Aber er sieht so schlecht aus. Aber mein Schaden, den ich mache, der ist wirklich marginal. Was sammle ich hier eigentlich immer auf? Pfeile. Okay, also Pfeile scheinen das richtige Mittel dabei zu sein. So oft. Da brauche ich aber einen anderen Bogen. Macht nicht so viel Schaden, ne? Hält sie noch in Grenzen. Könnte ein langer Kampf werden. Aber es ist nur noch eine Woche fest. Auf. Sensia to the Opera. Oh, jetzt habe ich Problem. Oh, jetzt habe ich dasselbe Problem. Geh aus, verdammt! Okay, ich habe jetzt aber schon mal die erste Aktion. Auch noch. Ups. Das sieht sehr, sehr schwer aus. Okay, also für die Quest brauche ich anscheinend dann wirklich Level 40 und Waffen auf dem Level. Oh, die kriegen wesentlich auch Schaden dadurch. Das ist schon mal die gute Nachricht. Sehr gut. Eieiei, das hat weh getan. Wieso kriegt ihr auch Schaden dadurch? Das ist schon. Okay, ich muss mal kurz mich regenerieren. Au! Tut weh, tut weh. Oh, das könnte. Ich komm da nicht mehr weg. Oh, das war aber knapp hier, ne? Oh, ich muss Pfeile einsammeln. Was? Oh, das sind so richtige Endboss-Gegner hier. Da habe ich mir das zu leicht vorgestellt. Wir haben jetzt auch nur ein Gesundheitsbalken. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Pfeile einsammeln. Die Pfeile sind auch nicht stark genug.
glaube nicht, dass ich damit. Ei. Das ist leicht, ey. Wir sehen, macht kaum Schaden. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also ich. Oh Mann, das ist echt nicht leicht. Ah, ich glaube, die Hälfte würde ich schaffen, aber. Hätte ich, glaube ich, vorher einen Plan haben müssen. Sensia to the Afra! Erstmal klar, schickt jetzt nochmal wieder neue Kämpfer. Und nebenbei noch die Sachen hier anschicken, ne? Mikiare, Heria Tepek! Dass sie auch Schaden bekommen, ey. Oh. Eieieiei. Also ich hole das Maximum raus aus meinem letzten. Ah, HP-Balken hier. Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Komm nicht mehr weg. Shit. Okay. Es ist machbar, es ist irre schwierig. Und ich bräuchte wahrscheinlich Pfeile, die ein bisschen mehr Schaden machen. Also es wird so wahrscheinlich nichts. Befürchte ich. Okay, also dann sind diese Wochenquests tatsächlich für mich jetzt so in der Form nicht zu schaffen. Vielleicht aber, ich könnte es nochmal mit anderen Quests ausprobieren, ob das dann vielleicht ein bisschen leichter ist für mich. Von das so weg, würde ich mir die einmal markieren und gucken, ob ich mit der dann zurechtkomme. Mit der auf jeden Fall hier nicht. 10 Kilometer entfernt. Gehen wir mal auf die Karte. Das ist hier wo jetzt hinten, völlig auf der anderen Seite. Aber hier, wie so ein Schnellreiseziel, das ist schon mal nicht ganz so schlimm. Welchen nehme ich denn? Mal hier dieses Schnellreiseziel. Versuche ich mich da auch nochmal irgendwie ein bisschen abzuhetzen. Vielleicht sind da auch die Bögen dann nicht mehr so wichtig. Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Wochenquest ganz schön viele XP bringt. Dann. Das ist schon knackig, aber tatsächlich haben sie es geschafft, dann hier auch Content, auch wenn das völlig abstrus ist natürlich, was da passiert, aber haben sie anscheinend tatsächlich Content geschaffen, um auch Spieler langfristig an der Stange zu halten. Wieso kannst du da nicht hinreiten? Also sehr interessant auf jeden Fall. Also gibt es tatsächlich auch diesen Anreiz, irgendwie Level 40 zu erreichen und nachher eben halt mit guter Ausrüstung da durchzukommen. So, ich springe jetzt einfach mal hier rein, springe rüber. Das sieht einfach klasse aus, das Spiel, ne? So. Hier mal durch. Ich glaube, das ist auch so ein ziemliches Krokodilsgebiet hier. Also so ein bisschen aufpassen. Das wird wahrscheinlich ziemlich knackig sein, aber ich hoffe, dass das ein bisschen mehr Nahkampf ist. Und da bin ich ja tatsächlich auch drauf geskillt. Oder mein Charakter ist auch geskillt. Ich kann mir vorstellen, dass das schon eher was wird.
Und wir sehen, das sieht genauso aus. Ich muss hier anscheinend auch Pfeile. Gut, der schmettert eben halt. Das sieht nicht viel leichter aus. Krieg genau. Oh, genauso wenig Schaden. Ist der hier ohne Bogen bis hier nichts? Ganz, ganz wenig Schaden. Sind also meine Pfeile tatsächlich zu schlecht für? Das ist traurig, dass es alles dasselbe ist. Der wird natürlich nachher auch irgendwelche Gegner noch sein. Ich weiß nicht, ob ich dann näher rankomme, das sieht nicht so aus. Hey, so mache ich ihm keinen Schaden, okay. Nee, das klappt leider nicht. Das ist. Oh. Das ist ärgerlich. Also ohne Pfeil und Bogen kommt sie, glaube ich, nicht gegen an. Guck mal, welcher Bogen jetzt besser ist hier. Machen ungefähr gleich viel Schaden, ne? Natürlich. Nicht, dass sie irgendeinem mehr oder weniger Schaden hat. Aber ein bisschen leichter auszuleiten. Okay, vielleicht sendet der auch keine Truppen. Ein bisschen was von WoW hier gerade, ne? Ja, also der bringt mir auf jeden Fall nicht so viele Probleme. Müssen bisher nicht. Jetzt macht er wieder seine Welle. Da haben wir auch vier Kämpfer. Okay, also das ist völlig absolut dasselbe. Ein bisschen ärgerlich. Oh. Okay, also hier, wenn man erstmal weiß, was man machen muss, okay. Oh. Das ist halt echt was so ein bisschen vom WoW, ne? Oh, jetzt macht er ein bisschen mehr Druck hier. Ich bin ja aufgepasst. Shit, jetzt ist meine erste HP-Balken hier schon weg. Er rastet jetzt noch ein bisschen mehr aus, muss ich sagen. Macht jetzt immer zwei so eine Ben hier. Oh! Eieiei! Wo kommt die denn her? Hab ich mir erschrocken, ey. So ein Löwe da irgendwie. Ey, das ist echt hart, also. Muss man auch mal sagen, ne? Ich glaube, mein Bogen ist einfach zu schwach. Ich mache hier kaum Schaden. Er rastet immer mehr aus hier. Ich will gar nicht wissen, was er nachher noch alles macht. Das ist nicht der Anfang hier. Ja.
Das kann Löwen, das sind die Part. Ah! Der war Löwen, glaube ich. Fuck. Jetzt, das Ding heizt mir echt gut ein, ey. Oh Mann. Ich kann gerade nicht auf dem Chat achten, ehrlich gesagt. Ich brauche irgendwas Stärkeres. Ich weiß nicht, was ich brauche, aber so wird das, glaube ich, endloser Kampf hier gegen ihn. Der macht hier eine Welle noch an. Ey, sag mal, hör mal auf jetzt hier. Keine Munition mehr auf. So, was machst du als nächstes? Oh, shit, ich bin wieder nicht drauf geachtet. Mist. Nächste Vier kommen, okay. Ich muss schon mal den ersten Wechsel haben. Oh, das hab ich. Und jetzt hab ich nur. Oh, was ist denn das für eine Riesenwelle? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Oh, ein Pfeilhagel. Ah, das ist ganz schön happig jetzt. Oh. Ich kann die zwar blocken, aber... Alter Schwede, der rastet echt krass aus. Und macht er zwei Wellen hintereinander, hallo. Schau mal mit dem nicht. Hallo, ey, sag mal, du kannst doch gar nichts mehr machen, ey. So wie Schaden, wie ich ihm mach. Oh, sag mal. Ich bin nur am Ausweichen hier. So ein Endgegner hätte man sich mal gewünscht für das richtige Spiel, ne? Ich hab ja. Oh, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ich bin mal so naiv und glaub einfach mal, dass es klappen könnte. Ah, da kann er nehmen. Ey, wenn ich das schaffe, bin ich echt nicht so scheiße, ey. Achso, ich hab gar keine Falle. Ah! Ich hatte keine Pfeile mehr. Tiger gibt's leider in dem Spiel nicht. Oh. Also ich meine dieses WoW-haftige mit dem Endgegner oder dass man eben halt so riesigen Boss hat, das meine ich damit. Boah, das ist echt happig. Also da muss ich tatsächlich erstmal eine Waffen upgraden, vor allem meine Bögen.
Und die habe ich bisher echt vernachlässigt. Also da komme ich erstmal nicht voran. Obwohl ich schon, ich meine, also wenn ich das jetzt erstmal auf Level 40 alles habe, dann könnte auf jeden Fall was gehen. Und ich meine Waffen dann auch geupgradet habe. Weil die Waffen, guck mal hier, meine Bögen, die sind wahrscheinlich echt jetzt hier noch irgendwie... Allein das Schwert ist schon auf Level 2.